Mein Name ist Tabea Rössner, ich bin Bundestagsabgeordnete und ich möchte vor allen Dingen, dass wir endlich grüne Politik auf Bundesebene machen können. Warum ich Politik mache, hat damit zu tun, dass ich meinen Kindern die Lebensgrundlagen erhalten möchte. Berufstätige Mütter in der Politik gab es nicht. Und mir war das aber wichtig, weil meine Perspektive nicht vorkam. Ich bin nicht aktiv geworden, weil ich irgendwie den Traum davon hatte, dass ich irgendwann mal Bundestagsabgeordnete werde, sondern ich wollte mich einbringen. Also habe ich mich in der Friedensbewegung engagiert, ich habe mich bei Amnesty, bei Anti-Apartheid-Gruppen engagiert. Die Frage von Frauenrechten, die mich selber persönlich ja ganz stark auch betroffen hat. Die Grünen waren die einzige Partei, die diese Ideen, die mich auch angetrieben haben, vertreten haben. Unsere freiheitliche Gesellschaft lebt vom Austausch der Argumente und der Meinungen. Das Mediensystem hat sich verändert. Immer mehr Menschen informieren sich im Internet und deshalb ist es wichtig, dass es dort verlässliche Quellen gibt. Denn die Chancen der Digitalisierung zu verpassen, heißt, den Anschluss zu verpassen. Schnelles Internet muss genauso selbstverständlich sein wie der Wasseranschluss. Seit April sammle ich Laptops für Schülerinnen, damit sie am digitalen Unterricht teilnehmen können. Über 200 Geräte kamen schon zusammen. Weg von der Wegwerfgesellschaft und hin zu reparaturfähigen und leistungsstarken Geräten. Das ist der richtige Ansatz, meine Damen und Herren. Also wir stellen ja fest, dass viele Menschen Angst haben vor der Zukunft. Und die Desinformation im Internet ist ja ein Ausdruck dessen. Auch Hass und Hetze ist ein Ausdruck dessen. Die Welt verändert sich, sie verändert sich so oder so. Deshalb ist es wichtig, das zu gestalten. Und wir müssen das machen mit den Menschen gemeinsam. Wir haben da so, so viele Baustellen, dass die Verkehrswende vorangebracht wird, dass die Agrarwende vorangebracht wird. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch immer angetrieben hat. So wie ich damals gegen das Kohlekraftwerk gekämpft habe und immer noch feststelle, die Energiewende ist noch nicht so, wie wir sie haben müssten, um der Klimakrise entgegenzutreten. Ich bin davon überzeugt, dass wir das ändern können und wir müssen es tun. Diese Bundesregierung hat es bisher jedenfalls nicht geschafft oder sie will es nicht schaffen. Wir wollen es schaffen, weil wir die Verantwortung übernehmen für eine bessere und nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder.